Gerüchte über Ehekrise. Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen sich wieder getroffen haben. Laut Informationen des Magazins People haben Jennifer Lopez und Ben Affleck nach mehreren Wochen ohne öffentliches Erscheinen zusammen für Aufsehen gesorgt, als sie angeblich ein geheimes Treffen am vergangenen Wochenende in Brentwood, einem bekannten luxuriösen Viertel in Los Angeles, hatten. Dieses Treffen soll am Sonntag, den 11. August, stattgefunden haben, als Jennifer das Haus besuchte, das Ben in der Gegend gemietet hat. Dieses Ereignis zog sofort die Aufmerksamkeit der Medien und Fans auf sich, was viele zu der Frage veranlasste, ob dies ein Zeichen für eine Versöhnung in ihrer Beziehung oder nur ein vorübergehendes Treffen vor einer möglichen Trennung war. Bevor sie Ben traf, wurde Jennifer zusammen mit Samuel, Bens 12-jährigem Sohn aus seiner Ehe mit Ex-Frau Jennifer Garner, in einem belebten Einkaufszentrum gesehen. Dieses Bild verbreitete sich schnell und wurde zum Gesprächsthema der Öffentlichkeit, was zu vielen Spekulationen über den wahren Grund für diesen Besuch führte. Einige vermuten, dass Jennifer nicht hauptsächlich gekommen war, um Ben zu treffen, sondern um sich um seine Kinder zu kümmern, denen sie immer besondere Zuneigung und Aufmerksamkeit schenkt. Obwohl die Beziehung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck von Trennungsgerüchten umgeben ist, hat dies nie die Liebe und besondere Fürsorge beeinträchtigt, die Jennifer für Bens Kinder empfindet. Laut einer nahestehenden Quelle stellt Jennifer immer Bens Kinder an erste Stelle, unabhängig von ihrer eigenen Beziehung zu Ben. Nur weil sie nicht bei Ben ist, heißt das nicht, dass sie sich nicht um seine Kinder kümmert, teilte die Quelle mit und betonte Jennifers Präsenz und Zuneigung für die Kinder in ihrem Alltag. Seit Jennifer und Ben im Jahr 2021 wieder zueinander gefunden haben, ist ihre Beziehung zu Bens Kindern immer enger geworden. Jennifer ist nicht nur die typische Stiefmutter, sondern hat eine besondere Bindung zu Samuel, Violette und Finn aufgebaut. Samuel, Bens jüngster Sohn, zusammen mit seinen beiden Schwestern Violette, 18 Jahre, und Finn, 15 Jahre, sind zu einem unverzichtbaren Teil von Jennifers Leben geworden. Sie ist nicht nur eine Begleiterin in ihrem Alltag, sondern spielt auch eine wichtige Rolle in ihrer Erziehung und Betreuung, wobei sie stets sicherstellt, dass sie sich geliebt und geborgen fühlen. Einer der Hauptgründe, warum Jennifer diesmal nach Los Angeles zurückgekehrt ist, besteht darin, Zeit mit Bens Kindern zu verbringen, bevor das neue Schuljahr beginnt und Violette aufs College geht. Dies zeigt Jennifers starkes Engagement, eine gute Beziehung zu den Kindern ihres Mannes aufzubauen und zu pflegen, auch wenn ihre Ehe vor großen Herausforderungen steht. Im vergangenen Jahr haben Jennifer und Ben mehrere Monate damit verbracht, das perfekte Zuhause für ihre gemeinsame Familie zu finden. Dies war ein wichtiger Schritt, der die Ernsthaftigkeit beider in Bezug auf den Aufbau eines stabilen Heims zeigt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Kinder. Doch nun steht dieses Haus offenbar zum Verkauf, begleitet von Gerüchten, dass das Paar die Scheidungspapiere zwar vorbereitet, aber noch nicht offiziell eingereicht hat. Nur noch wenige Tage sind es bis zu Ben Afflecks 52. Geburtstag am Donnerstag, dem 15. August. Doch die Stimmung in diesem Jahr scheint anders zu sein als sonst. Besonders auffällig war Bens Abwesenheit bei Jennifers Geburtstag im Juli, was viele Fragen zum aktuellen Status ihrer Beziehung aufwarf. Fans können nicht anders, als sich Sorgen zu machen, dass eines der mächtigsten Paare Hollywoods vor großen Turbulenzen steht. Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares sind nicht neu. Diese Spekulationen halten sich seit Monaten hartnäckig, und es gibt viele Anzeichen dafür, dass ihre Beziehung in einer ernsthaften Krise steckt. Das gemeinsame Anwesen, das zum Verkauf steht, und die bereits vorbereiteten Scheidungspapiere sind deutliche Hinweise darauf.
Jennifer Lopez und Ben Affleck, besser bekannt als Bennifer, sind eines der bekanntesten Paare in Hollywood. Sie wurden erstmals 2002 ein Paar und zogen sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Doch ihre Beziehung hielt nicht lange, und 2004 trennten sie sich. Dies hinterließ bei ihren Fans viel Bedauern, da viele glaubten, dass Bennifers Liebe eine der schönsten Romanzen der Unterhaltungswelt war. Nach vielen Jahren der Trennung und verschiedenen Beziehungen fanden Jennifer und Ben 2021 wieder zueinander, was bei ihren Fans große Freude und Erwartungen auslöste. Sie heirateten schließlich im Sommer 2022 und markierten damit das Comeback einer Liebe, die viele für erloschen hielten. Doch schon bald darauf tauchten neue Schwierigkeiten und Turbulenzen in ihrer Ehe auf, die sie vor neue Herausforderungen stellten. Einer der kompliziertesten Aspekte in der Beziehung zwischen Jennifer und Ben ist das Gleichgewicht zwischen Liebe und Familie. Jennifer trägt nicht nur die Verantwortung für ihre 16-jährigen Zwillinge Emma und Max aus ihrer vorherigen Ehe mit Mark Anthony, sondern muss auch sicherstellen, dass ihre Beziehung zu Bens Kindern stabil bleibt. Dies erfordert ein großes Engagement, nicht nur von Jennifer, sondern auch von Ben und den Kindern. Bennifer ist nicht nur eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, sondern eine komplexe Verbindung zweier großer Familien. Jede ihrer Entscheidungen beeinflusst das Leben vieler Menschen, von den Kindern bis hin zu Freunden und Verwandten. Dies macht jeden Konflikt oder Sturm in ihrer Beziehung schwerwiegender und schwieriger zu lösen. Das Leben der Hollywood-Stars ist nie einfach, und für Jennifer und Ben wird dies immer deutlicher. Jede Entscheidung, sei sie noch so klein, kann missverstanden oder durch Gerüchte und Spekulationen weiter verkompliziert werden. Die Schwierigkeiten in Bennifers Privatleben kommen nicht nur von innen, sondern auch von außen. Die ständige Konfrontation mit Gerüchten, das übermäßige Interesse der Medien und die unaufhörlichen Erwartungen der Öffentlichkeit schaffen ein angespanntes Umfeld, das Risse in ihrer Beziehung verursachen kann.